Hallo, in diesem Video lernst du die Eigenschaften vom Quadrat und vom Rechteck kennen. Die Form des Quadrats kennst du bestimmt aus dem Alltag. Zum Beispiel sind viele Straßenschilder quadratisch, aber auch Post-its oder Bilderrahmen sind ganz typisch in dieser Form. Fangen wir mit den Eigenschaften an. Im Quadrat sind alle vier Seiten gleich lang. Deshalb wird jede Seite mit dem Kleinbuchstaben A beschriftet. Auch die Innenwinkel im Quadrat sind gleich groß. Diese betragen alle 90 Grad. Die Diagonalen E und F sind ebenfalls gleich lang. Daher können sie beide mit E beschriftet werden. Die Diagonalen stehen auch normal aufeinander. Das heißt, sie schließen einen Winkel von 90 Grad ein. Außerdem halbieren sie einander. Jede Diagonale schneidet die andere genau in der Hälfte. Die Umfangsformel für das Quadrat lautet U ist gleich A plus A plus A plus A oder kurz U ist gleich 4 mal A. Den Flächeninhalt berechnen wir mit der Formel A ist gleich A mal A oder kurz A ist gleich A Quadrat. Und zuletzt noch die Eigenschaft, die in jedem Viereck gilt, nämlich die Winkelsumme. Sie beträgt 360 Grad. Das waren auch schon die Eigenschaften vom Quadrat. Schauen wir uns nun das Rechteck genauer an. Auch diese Form kennst du aus dem Alltag. Türrahmen, Fernseher, aber auch Straßenschilder sind meist in dieser Form. Beim Rechteck sind gegenüberliegende Seiten gleich lang. Das heißt, hier werden die Seiten nur mit A und B beschriftet. Genauso wie beim Quadrat sind alle vier Winkel gleich groß, nämlich 90 Grad. Weiters halbieren die Diagonalen einander. Wie du hier erkennen kannst, schneiden sie sich genau in der Hälfte. Der Umfang vom Rechteck wird mit der Formel U ist gleich A plus B plus A plus B berechnet. Diese kann man noch vereinfachen auf 2 mal A plus 2 mal B oder 2 mal in Klammer A plus B. Der Flächeninhalt wird mit der Formel A ist gleich A mal B berechnet. Und zu guter Letzt gilt auch hier wieder, dass die Winkelsumme 360 Grad beträgt. Das war doch gar nicht so schwer. Danke fürs Zuhören. Im nächsten Video geht's gleich mit der Raute und dem Parallelogramm weiter.